Wo ist alles Zucker drin? Ihr Lieben, helft mir mal, schreibt mir in die Kommentare, wo ihr alles Zucker wisst, dass der in den Lebensmitteln oder Speisen drin ist. Natürlicher Zucker oder zugesetzter Haushaltszucker oder was auch immer euch dazu einfällt. Ihr Lieben, ich hatte eine Patientenfrage. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und der echte Patientenfall ist gewesen, dass eine Patientin mich fragte, wo überhaupt alles Zucker drin ist. Dazu muss man immer sagen, das geht nicht nur immer, was den Blutzucker ansteigt, um den klassischen Haushaltszucker, sondern das kann natürlich auch karamellisierter Zucker sein oder verarbeiteter in Form von Glucose-Fructose-Sirup. Das kann natürlich auch sein, dass wir Zucker in Form von Stärke haben, die schneller zu Zucker umgewandelt wird, also schneller den Zucker in der Blutbahn ansteigen lässt. Und gucken wir uns das mal an, was es da gibt. Also schneller ansteigen lässt, ist immer die hellen Brotsorten, die lassen den Blutzucker immer schneller ansteigen. Warum? Weil wir hier keine Ballaststoffe drin haben und weil die einfach schneller den Zucker ansteigen lassen. Das hellere Mehl hat halt nicht so eine große Hürde und daher geht der Blutzucker schneller hoch. Aus Getreide werden ja zum Beispiel auch solche Sachen hergestellt, wie Cracker, wie Chips zum Beispiel, Süßigkeiten wie Schokolade, wie zum Beispiel die Bonbons, wie zum Beispiel Salzstangen. Überall wird jetzt bei denen Mehl verwendet und da das helleres Mehl ist und da daraus Gebäck hergestellt wird, kann der Blutzucker schneller ansteigen. Das heißt, hier kann zusätzlich des Geschmacks wegen Zucker zugesetzt sein, aber am Ende wird die Stärke umgewandelt zu Zucker, also zu Blutzucker. Ne, Bonbons kennt ihr ja, wenn ihr so Karamellgeschichten habt oder ähnliches. Im Ursprung sind die ja früher aus Zucker hergestellt worden. Dann ist es so, dass es noch die Schokolade gibt, kennen auch alle, ist immer Zucker zugesetzt, kann mittlerweile natürlich auch Verbindung Maltodextrin oder Mehl enthalten. Und es ist so, dass der Zucker in Schokolade ein Anteil ist, der eben drin sein kann. Wenn wir uns Alkohol angucken, wird Alkohol am Ende auch zu Zucker umgewandelt. Egal, ob ich jetzt ein Bier, ein Wein oder Korn oder ähnliches habe, weil wird in der Regel aus Getreide hergestellt oder zum Beispiel aus Obstsorten. Und daher haben wir hier auch Zucker drin. Dann der Klassiker süß ist das Obst. Da haben wir immer den sogenannten Fruchtzucker drin. Dann wird natürlich daraus Marmelade hergestellt, die den Blutzucker ansteigen lässt. Dann können wir sowas wie Zubereitungsformen aus Milch und Milchprodukten, hier ist zum Beispiel so ein Tiramisu, oder hier habe ich ein Stück Kuchen, oder hier habe ich Schwarzwälder Kirschtorte. Ach, guckt her, habt ihr nochmal die Schokolade. Auch bei Kuchen habe ich immer einen Anteil an Mehl sozusagen in dem Teig. Dann habe ich die Geschmacksrichtung, eventuell das Obst und die Milchprodukte. Da muss man gucken, ob es jetzt Sahne ist, ob es Quark ist, ob es Joghurt ist, ob es Frischkäse ist. Kann ich immer einen Restanteil Milchzucker haben, hauptsächlich im Joghurt und in der klassischen Kuhmilch habe ich immer einen höheren Anteil an Zucker drin. Beim Quark läuft er im Schwerpunkt durch die Molke raus und beim Käse ist er durch die Verarbeitung nicht in der Auffälligkeit eines Blutzuckers. Häufig auch mit dem Fettgehalt zusammen. Dann kennt ihr sowas wie Quark mit Früchten gekauft oder Fertigjoghurt, Fertigquark mit Geschmacksrichtung oder das klassische Glas Milch. Enthält 200 Milliliter auch 4 Würfelzucker. Und zwar nicht in Würfelzucker, sondern in Form von Milchzucker. Also die Milchprodukte auch beachten. Was es dann noch gibt, ist zum Beispiel Soße. Hier ist jetzt als Beispiel Joghurtsoße. Das kann aber auch jede andere Soße sein. Und vor allen Dingen Fertigsoßen, wenn ich die draußen kaufe und zubereitet kaufe, ist immer ein Anteil Zucker drin. In der Regel, warum? Um die Bakterien zu reduzieren, des Geschmacks wegen sicherlich auch. Aber am Ende muss das Produkt ja haltbar gemacht werden. Und das gilt jetzt nicht für Joghurtsoße, sondern für Soßensorten im Allgemeinen, die ich nicht selber herstelle. Also was lernen wir daraus? Alles, was wir selber herstellen, hat immer weniger oder gar keinen Zucker. Oder eben nur den natürlichen Zucker, den das Produkt von Haus aus einfach enthält. So, ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr noch alles an Ideen habt, wo noch Zucker drin ist, was ich vielleicht nicht erwähnt habe, aber was natürlich für die Unterstützung der anderen nochmal wichtig ist. Ihr Lieben, ich sage jetzt ganz lieben Dank fürs
Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und habt ihr noch Fragen, Wünsche, schreibt mir gerne in die Kommentare.